nicht nur ein grosser Tag für den Schweizer Velosport, sondern auch für den Andy Reis. Präsentation am 8. November in Grenchen vom Velodrom Suisse. Eine neue Idee, die man kreiert für andere. So erster emotionaler Rückblick. Wie war das die letzte Stunde hier in Grenchen? Ja, es war grossartig, weil man hat gespürt, dass da eine sehr grosse positive Zustimmung ist. Das hat sich natürlich schon im Vorfeld abzeichnet. Das ist nicht ein Projekt, das man bekämpft, oder? Sondern es ist ein Projekt, das man gerne haben möchte. Und das haben wir gespürt. Und das ist die Unterstützung auch von der ganzen politischen Seite. Ist da. Ich weiss, von einer breiten Bevölkerungsschicht ist da. Und heute ist das eigentlich Bestätigung. Tatsächlich, die Stimmung ist sehr gut. Ich glaube, es ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Es ist auch der Geburtstag dazu. Es ist eine riesige Weichenstellung für unsere Stadt und Region. Und ich glaube, A, wir kriegen das Projekt zu Ende. Und B, glaube ich, dass es für die nächsten Jahrzehnte grosse Auswirkungen wird haben. Da haben wir innerhalb von etwa zweieinhalb Jahren haben wir ein nationales Stadion für die Velofahrer. Ich meine, das ist außergewöhnlich. Und ich glaube, das haben die Leute gesperrt, dass dahinter Macher sind und nicht einfach nur darüber reden. Also nicht laufen, sondern auch liefern. Und ich glaube, das ist das, was die Leute spüren da. Und auch die Medien, ganz klar. Es gibt natürlich Fragen, wie könnt ihr das finanzieren? Aber es ist auch klar, wir haben das von Anfang an privatrechtlich gemacht, nicht einfach öffentlich. Und das geht jetzt so vorwärts. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir dann am 2013, Anfang Januar, Februar, mal die ersten Runden auf dem Velodrom fahren. Wir sind jetzt kurz vor der Baueingabe. In 14 Tagen sind wir so weit. Es wird dort und da noch Korrekturen geben. Das geht bis Ende Jahr. Wir erwarten dann Baubewilligung, damit wir termingemäß Grössenordnung Dezember, Januar können mit dem Föhlen anfangen und dann mit dem Bauen im Februar. Ich meine, man will ein Zentrum vom Radsport, Kompetenzzentrum, aber ich glaube, wenn wir das einmal hätten, wird es dringend noch mehr Sachen geben. Wir werden dann müssen darüber reden, was machen wir mit BMX, was machen wir mit Mountainbike und so weiter. Und dann, wenn das tatsächlich ein Radsportzentrum hier gibt, zu kränken, oder, dann wäre es ja eigentlich komisch, wenn die Swiss Cycling nicht dort ist, wo das Radsportzentrum ist. Wenn das irgendwo in Bern wäre und der Radsport wäre da. Also wir müssen dort sein, wo der Radsport ist und der Radsport soll künftig zu kränken sein, also sind wir auch da. Was da zurückgekommen ist, von den Sportlern her, die einen Sinn sehen hinter dem Projekt, aber auch von Leuten, die Hobbysportler sind oder sonst Gäste, die wir heute hatten. Ich sage ein Beispiel. Ich bin von einem Six-Day-Veranstalter angesprochen worden. Er stellt mir zur Verfügung 20 Quadratmeter. Ich soll das wunderbare Projekt während dem 6-Tage-Rennen vorstellen. Also wenn das keine gute Feedback sind. Das ist Innovation. Es ist eine Initiative, die Kompetenz verlangt. Kompetenz heisst Qualität und am Schluss heisst Erfolg. Und das ist das, was wir eigentlich von der Sportbewegung Swiss Olympic wollen, zusammen mit den Verbänden. Das ist Erfolg auf Spitzenniveau. Und das ist die Initiative, die jetzt das eigentlich unterstützt und das ist positiv. Aber nous, on est très content. Franchement, quoi, c'est génial parce que Andy, premièrement, met beaucoup pour le vélo, mais il pense aussi aux infrastructures. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu la base. Les infrastructures, c'est là où on va travailler, c'est là où on va former. Donc nous, on est satisfaits parce que, comme je le dis, hein, pour un organisateur, il nous faut d'abord des champions, si possible des champions suisses. Ensuite, c'est plus facile d'organiser, d'avoir des médias, d'avoir le public et évidemment de l'argent. Donc cette structure qui met en place, c'est du pur bonheur. Es ist sehr ein ehrgeiziges Projekt, aber als Spitzensportler bin ich natürlich auch immer sehr ehrgeizig gewesen. Also ich bin total begeistert, schon das erste Mal, als ich von dieser Idee auch gehört habe. Jetzt, als ich das Projekt auch noch ein bisschen näher vorgestellt bekommen habe. Und ich finde wirklich toll, dass man die Halle auch für verschiedene Zwecke nutzen kann. Natürlich primär für den Radsport. Und da ist es sicher wichtig, dass man etwas macht für einen Nachwuchs. Und es erleichtert es natürlich, wenn es ein bisschen in der Nähe ist, wenn man nicht mit 2-3 Stunden Fahrten muss rechnen. Klar, ich hätte mir das irgendwie gewünscht, wenn es nicht 2013 wird, wenn es irgendwie 2009 oder 2008 wäre gewesen. Weil meine Jahre, die zähle ich natürlich auch und ich bin nicht irgendwie im Anfangsstadium von meiner Karriere. Aber was ein mega Ding ist, ist einfach für einen Nachwuchs. Das ist das, was ja auch schön ist. Weil ich habe nicht vielleicht von dem profitieren können, aber ich weiss, dass die Zukunft vom Radsport, die Zukunft vom Bahnradsport wird von dem profitieren können. Und dann wird eben dort, nicht mehr, wo eine Lücke war, wird sie geschlossen und dann wird dort etwas Grosses kommen. Wir sind in 2 Jahren sind wir in Basel nach den Swiss Indoors, dem Tennisturnier, haben wir auch die Weltmeisterschaften.
und warum nicht einmal in Grenchen? Also ich denke mir, das wäre sicher etwas Gutes und es gibt auch Vereine in Grenchen, sogar zwei Vereine, Radballvereine, also die würden da das sicher auch begrüssen. Das ist sicher ein Ja zum Radsport, ein Ja zum Leistungssport, ein Ja zur Jugendförderung in der Schweiz, nicht nur für Bahnsport, sondern eben auch allgemein für den Radsport. La langue, c'est pas un problème. Moi, j'ai fait 10 ans d'équipe suisse de cyclocross où c'était tout en allemand. J'ai des très bons souvenirs. Donc, c'est pas un problème. Et puis, en plus, il faut savoir que Fribourg, Neuchâtel, Jura, ils sont très proches de Grenchen. Presque plus proches de Grenchen que d'Aigle, pour dire la vérité. Donc, c'est vraiment pas un souci. Also, für den Standort Grenchen und für diese Radio sind es eigentlich vier Gründe. Es ist Marketing und der Standortfaktor. Es ist zweitens ein Wirtschaftsfaktor, ganz ein wesentlicher. Es ist drittens ein Synergiefaktor, weil wir können ja die Hallen auch brauchen von unseren Vereinen her. Und viertens ist es auch ein gesellschaftlicher Faktor, weil dort wird nicht nur Sport, sondern auch Ausstellungen, weiss ich was, stattfinden. Und das ist ein gesellschaftlicher Ort, wo die Leute von nah und fern kommen. Das ist etwas, wo ich jetzt wirklich überzeugt bin. So kommen wir weiter in dem Schweizer Radsport. Und jetzt liegt es natürlich auch an uns, so gut zu arbeiten, dass die Leute hierher kommen und dass wir dann tatsächlich das Ziel, das eigentlich die Initianten haben, das wir haben, dass wir das verwirklichen können. Das Ziel ist einfach wieder Weltmeister in Zukunft. Ich bin davon überzeugt, dass wir in ein paar Jahren werden wir erste Resultate haben von jungen Leuten, die man noch gar nicht dran denkt, die heute vielleicht nicht mal an das Velofahren denken, die dann einmal in die Fußstapfen von diesen Sportlern treten könnten. Das ist ganz klar. Sobald eine Bahn existiert, zwei Jahre danach sind schon Spitzenfahrer dabei. Das ist mathematisch da. Ja, gut. Also, wenn das so rasch geht, oder, dann machen wir noch mehr Bahnen.